Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. An meiner Seite Jannis Dirksen. Genau. Mit seinem Kanal Dirkson Photography. Und bevor wir loslegen und darüber reden, was wir heute oder ich persönlich ganz für mich alleine Tolles erlebt habe, zeige ich erst noch mal ein paar Bilder, ein paar Aufnahmen von dem, was wir beide heute Schönes gemacht haben. Los Viel Spaß geht's. Dabei. Hallo, hi. Moin, ich habe eine Frage. Ich bin Street- und People-Fotograf und fotografiere einfach Menschen, wo ich sie treffe. Ja. Einfach so ganz spontan. Ich zeige dir eben grob mal, wie das aussieht. Ja. Und heute möchte ich so ein bisschen mein Portfolio mit schönen Bildern erweitern, auch für Objektive auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen Beispielbilder haben. Und ich finde das sehr interessant, wie du hier so sitzt. Ich würde dich jetzt gerne fotografieren. Und als Dankeschön bekommst du die Bilder von mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Die schicke ich dir dann zu. Hättest du Lust darauf? I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep, you don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Ja, ihr Lieben, ihr habt gesehen, schöne Fotos sind gemacht worden, und zwar Testfotos, du warst auch begeistert, von dem Sigma 105 mm, denn damit bin ich heute losgezogen. Wir sind nicht das erste Mal unterwegs und ich durfte dich immer mit der Kamera begleiten. Diesmal hast du mich aufgenommen, wir haben den Spieß umgedreht. Normalerweise auf meinem Kanal findest du viele Videos, wo ich Leute auf der Straße anspreche und dann direkt fotografiere, eine Art Guerilla-Kamikaze-Fotoshooting. Ja. Das ist die beste Schule, um Fotografie zu lernen, ist ab rein ins Shooting. Mit Fremden, ohne Einfluss auf Licht, Wetter oder Umgebung. Und Michael hat das gesehen und wollte das auch mal machen. Mhm. Michael hat mir gesagt, er hat eigentlich wenig People-Fotografie gemacht, aber findet das interessant. Und dann haben wir gesagt, komm du mal mit mir mit,
guck an, wie ich das mache, als Inspiration, dass es geht. Und dann wechseln wir den Spieß. Michael ist jetzt zu mir nach Bremen gekommen hier. Wir sind hier in der Contris Carp, im Grunde bei uns zu Hause. Und ich habe Michael heute mal fotografiert und er ist auf die Leute zugegangen und er hat sie angesprochen und direkt dort fotografiert. Und Kinders, ich habe ein ganz, ganz tolles Erfolgserlebnis dabei gehabt. War geil. Ich glaube, es waren nur 2 oder 3 Mal, wo jemand Nein gesagt hat. Aber auch alle haben mitgemacht. Auf ganz, 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 ganz liebe Art und Weise. Viele könnten wahrscheinlich jetzt denken, ja, Michael, der ist ja sowieso eine Rampensau, der geht ja auf die Leute zu. Nein, auch ich habe ganz schön Herzbubbern, denn klar, ich stehe gerne auf der Bühne oder jetzt hier vor der Kamera, aber das ist für mich so zweidimensional. Auf die Leute einzeln zuzugehen, das ist was Intimes und ja, da gibt man viel von sich preis und das war für mich auch wirklich eine große Hemmschwelle. Wahrscheinlich ist das die meiste Aussage, die du hörst auf deinem Kanal, würde ich auch gerne machen, also ich traue mich nicht. Ja, oder? Ich denke, das ist ja eigentlich was Schönes, wenn du dir etwas nicht zutraust oder Angst vor etwas hast, Angst ist immer ein Zeichen, da finde ich Erfolg, da ist etwas, das mir großartige Gefühle gibt, wenn ich denn es berühre. Ja. Also einfach Hi sage. Wenn du auf jemanden zugehst, den du fotografieren möchtest und du sagst Hi und das schaffst, dann bist du schon fast im Fotoshooting. Michael hat die erste Person angesprochen, die ersten zwei, das waren Geschwister. Er hat Hi gesagt und die haben mitgemacht. Ja, das stimmt. Dann kam die Dame, die Blonde, die da saß mit Brille, die hat mitgemacht. Ja. Dann kam die Rockband, das stimmt. Die hat mitgemacht. Ja. Dann die drei Mädels, die da saßen am Wasser. Die haben mitgemacht. Genau, mit der Polybier in der Hand da. Genau. Michael konnte sich aussuchen, wen er fotografiert. Egal ob Männlein, Pärchen, Weiblein, ob alt, ob jung. Und sie haben mitgemacht. Ja. Warum? Weil er Hi gesagt hat. Mhm. In einem Bereich, wo er Angst verspürt hat. Aber die Angst, weil er es gemacht hat, hat sich zu einem großartigen Erfolg gewandelt. Genau, und die war auch dann, in dem Moment, wo man dann das erste Mal wirklich im Gespräch war, war die Angst auch wirklich weg. Wenn du drin bist, wenn du die Angst berührst, ist sie weg. Ja. Angst ist nur da, bevor du sie anfährst. Die Angst, auf die Bühne zu gehen, ist immer da, bis du auf der Bühne bist. Ja. Rauf auf die Bühne. Was ich für mich aber auch festgestellt habe, ist dieses Innerliche, dass man das Gefühl hat, wenn man auf die Menschen zugeht. Denn das ist ja der erste Schritt. Man muss ja den Mut haben, sich eine Person auszusuchen, hinzugehen. Ja. Und was mir geholfen hat in einem deiner Videotrainings, die du mir auch zugeschickt hast, ist die eigene innere Einstellung. Und zwar, dass man immer das Gefühl hat, man gibt diesen Menschen etwas und nicht man möchte was von den Menschen haben. Wenn du jemanden fotografieren willst oder du willst eine Freundin finden oder du willst etwas und du gehst in die Situation mit ich will, dann wirst du immer dran vorbeilaufen. Mhm. Du siehst eine hübsche Frau, du willst sie kennenlernen oder fotografieren und du denkst, ich will sie in meinem Leben, du wirst sie nicht ansprechen. Wenn du aber hingehst und denkst, vielleicht ist sie einsam, vielleicht ist sie schon lange alleine und niemand spricht mit ihr. Jetzt sage ich ihr mal, wie toll sie aussieht. Ja. Um ihr ein Kompliment zu machen, du gibst ihr was Schönes, ohne was zu wollen, dann fällt dir das sehr einfach. Mhm. Ich gehe mit der Kamera auf die Leute zu, weil ich denen tolle Bilder geben will. Weil ich, wenn ich mit meiner Familie rumlaufe, auch mir wünschen würde, dass mich mal jemand so fotografieren würde mit Freundin, was Michael übrigens heute gemacht hat. Wir waren nämlich zwischendurch Pause mit deiner Frau, das fand ich sehr, sehr toll. Und dann durfte ich euch auch fotografieren, richtig schick. Aber ihr seht die Bilder ja auch und wir blenden sie auch zwischendurch ein. Also ich finde, du kannst immer mit Angst an eine Sache gehen, dann hast du Widerstand oder mit Liebe, dann kannst du es erlauben. Mhm. Und Widerstand ist immer, wenn du was für dich willst und Liebe bedeutet, ich will gar nichts, ich will dir was geben. Ich gebe dir tolle Bilder und wenn ich mit der Einstellung rangehe, dann ist egal, ob die Person ja oder nein sagt. Mhm. Wichtig ist, ich folge meinem Gefühl. Mein Gefühl sagt, das Pärchen, gerade das letzte Pärchen, Hand in Hand, sie ist auf seinem hier Huckepack. Die waren ganz toll schon von Weitem weg. Die waren verliebt. Ja. Michael ist hingegangen, obwohl wir schon fertig waren mit Fotografieren. Und die wollte ich haben. Und er ist seiner Intuition, seinem Gefühl gefolgt. Und selbst wenn sie Nein gesagt hätten, hätte er sich erfolgreich gefühlt. Ja. Sie haben Ja gesagt, dann hat er sich noch erfolgreicher gefühlt. Das auf jeden Fall. Das Gute war, ich war das letzte Paar, er war sogar Fotograf, hat aber erstmal nichts gesagt. Er hat sich so ein rotes Spielchen in Ruhe angeguckt. Die waren zwei hübsche. Ja. Auf jeden Fall, dein Videotraining dazu, das ist auf deinem Kanal. Vielleicht können wir das ja auch hier einmal verlinken. Wir packen unten mal einen Link rein. Ganz genau. Das ist auch gar nicht mal teuer. Ich glaube, 39 Euro. Das sind immer so 5, maximal 10 Minuten Schnipsel. Immer gut getaktet, wo auch darüber erzählt wird, wie sprechen wir die Leute an oder wie hast du die Leute angesprochen? Warum hat man die Leute angesprochen? Auch viel über
eigene Sachen, die du erlebst, wie deine persönliche Art und Weise des Rangehens ist auf jeden Fall. Der Kurs ist im Grunde dafür da, wenn du sowas machen willst wie Michael heute oder wie ich auf meinem Kanal mit über, du findest 800 dieser Street-Shootings auf meinem Kanal plus 600 weitere, also 1400. Ja. Und wenn du das auch machen möchtest und nicht weißt, wie du anfangen sollst, der Kurs zeigt dir, was sage ich zu den Leuten? Was mache ich, wenn sie sagen, ich habe keine Zeit? Was mache ich, wenn sie an mir vorbeilaufen? Wie kann ich die Bilder verkaufen? Wie viel Geld verdiene ich damit am Tag? Das ist ja noch eine andere Geschichte. Das war jetzt ja nichts mit Geld verdienen heute. Heute war einfach nur... Aber dein Training ist ja auch darauf aufgezielt, dass man mit dieser Art und Weise der Fotografie auch nachher Geld verdienen kann. Man kann die Bilder verkaufen an die Person mit einem Shopsystem. Ja. Ich gebe den Leuten eine Visitenkarte. Am nächsten Tag, wenn ich die Bilder hochgeladen habe, können sich die Leute die Bilder kaufen. Und ich kriege in meiner E-Mail einfach nur Bestellung. Ja. Ich muss keine E-Mail schreiben. Ich muss niemanden Bilder selber hochladen, zuschicken. Das passiert alles automatisch über ein Shop-System. Ja. Und wie das alles funktioniert, findest du in dem Kurs. Und auf dem Kanal Dirk's Home Photography findest du 800 solcher Videos, wie Michael heute hier vorgeführt hat. Übrigens mit dem 105er, mega geil. Man braucht einen Abstand, um die Person draufzukriegen, aber Offenblende 1.4 gibt natürlich ein Monsterbild, was vor einigen Jahren noch gar nicht möglich war. Ja. Und gerade im Hochkantbereich muss man damit rechnen, 6 Meter mindestens weit wegstehen, damit man eine Person ganz abgelegt. Oder 9 bis 10 Meter im Querformat, wenn man ganz... Aber, da läuft man schon halb durch die Stadt durch. Ne? Andersrum gesagt, wenn du sagst, so ein Objektiv habe ich nicht, egal. Im Grunde funktioniert jede Brennweite und jedes Objektiv. Ja. Also ich habe das schon mit ganz vielen, vom super Weitwinkel bis zum, letztes Mal war 135 mm. Ja. Folge deinem Herzen. Wenn du fühlst, ich möchte eine Person fotografieren, trau dich, diesem Erfolgerlebnis eine Chance zu geben, indem du Hi sagst. Genau, einfach drauf losgehen. Ich kenne viele Fotografinnen, Fotografen, euch, meine Abonnenten, die auch schreiben, denen ich auch bei Instagram folge, viel Landschaftsfotografie und Architekturfotografie, vielleicht auch mit aus dem einfachen Grund, weil man sich den ersten Schritt nicht traut, auf die Menschen zuzugehen. Ich kenne auch einige Fotografen, die tun sich mit anderen zusammen, kommen, wir mieten uns oder fragen ein Model, die kriegt Geld dafür und dann kann man auch die Menschen fotografieren, ist aber weit davon ab, die wirkliche People-Fotografie auszuüben. Da geht es mehr um die ganzen technischen Kram. Also was wir heute gemacht haben, ist sehr ehrlich. Es ist auch sehr authentisch. Es ist für die Leute, die wir auf der Straße sehen. Wir sehen eine schöne Person, ein schönes Paar, eine schöne Gruppe von Leuten, die Spaß haben. Ich sage immer, wenn ich ein Pärchen sehe, vielleicht ein dickeres Pärchen, die nicht fotogen sind, die pummelig sind und die Händchen halten und verliebt sind, dann sage ich, sowas will ich mehr sehen. Ja. Ich schenke denen ein Fotoshooting. Ich weiß, die würden von sich aus nicht zu einem Fotografen gehen, weil die sich nicht schön sehen. Genau die haben das verdient, tolle Bilder zu haben. Ja. Bums. Puh. Genau. Und wie gesagt, das... Fotografie hat die Möglichkeit, dir ganz tolle Gefühle zu geben. Und Michael hat heute ganz viele tolle Erlebnisse gehabt. Ich habe gestrahlt, bis über meine Ohren hier. Und es muss gar nichts kosten. Du kannst einfach rausgehen und dahin gehen, wo deine Angst ist. Und du wirst Erfolg erleben. Ja. Wenn du die Angst berührst, ist sie weg. Und ich merke auch, was mir dann auch Spaß macht, wenn ich den Leuten die ersten Bilder nur in der Kamera zeige, da hörst du so ein Juchzen, so ein, oh, wie toll sieht das aus. Bei weißt dem du, Objektiv ist sieht geil aus. Ja, nicht nur mit dem, ich würde auch irgendwann mal gerne mit dem 50er oder mit dem 85er loslaufen. Sieht auch geil aus. Dann hat man ein bisschen Nähe vielleicht auch zu den Leuten. Ne? Aber das ist doch das, was wir Fotografen wollen. Anerkennung bekommen, Freude transportieren und genau das macht man damit. Und wenn ihr dann später soweit seid und merkt, auf der Straße funktioniert das ganz gut, steht euch nichts im Wege, später vielleicht auch die Hochzeitsfotografie aufzunehmen, wo man ja auch immer wieder auf die Menschen zugehen muss. Das ist ja ähnlich, also oder? Also diese Art der Fotografie, du sprichst eine Person an und dann sagt sie, okay, fotografiere mich. Und dann denkst du erst, wie ist das Licht, wie ist der Hintergrund, Posing. Und du lernst in der Intuition zu handeln, ohne Vorbereitung, ohne Planung, im Moment. Und das bereitet dich sehr gut vor auf viele Arten der Fotografie. Ich mache ganz viel Hochzeitsfotografie und das ist sehr einfach für mich, weil ich ganz viel auf der Straße das gemacht habe, wo ich keinen Einfluss habe auf die Umgebung, sondern immer in 3 Minuten ein komplettes Shooting. Gar nicht hier. Überhaupt nicht. Ne? Da laufen im Hintergrund Leute rum, dann hast du zwischen den Hauswänden hast du mal mehr Licht, weniger Licht. Ja, manchmal hast du viel Distanz,
aufgrund der Brennweite, Leute laufen dadurch. Ja. Mein Vorteil ist, ein bisschen kenne ich mich schon mit der Fotografie aus und ich musste mich nicht um technische Sachen kümmern. Ich glaube, das ist manchmal auch das Problem, wenn jemand anfängt und dann ständig auf die Kamera gucken muss, wie habe ich sie eingestellt. Ich glaube, das hält auf, das kann störend wirken, ne? Also oder? Für mich ist, was ich mache, ist Emotionen einfangen und ich kreiere die Emotion. Mhm. Also Michael war mit mir in Münster, da habe ich fotografiert und wir packen mal ein paar Bilder hier rein aus Münster. Mhm. Davor waren wir in Hamburg mit einem 50 mm und Münster war 135. 30, genau. Mhm. Und in Hamburg 50 mm und wir packen auch hier ein paar Bilder rein. Und du siehst in den Bildern, in den Gesichtern eine Emotion. Du siehst Freude, Liebe, Nähe, Wohlfühl. Und ich kreiere das in der Kommunikation mit der Person. Ja. Und in diesem Moment darf ich nicht die Kamera haben und Einstellung ändern. Ich mache das, während ich fotografiere, muss ich das machen, damit die Bindung da bleibt. Denn die Bindung macht das Bild. Mhm. Wenn die Bindung stimmt und ich ein tolles Gefühl kreiert habe, boom, das Bild sieht geil aus. So wie du, als du deinen ersten Eindruck gemacht hast mit dem Objektiv, mit diese drei Mädels am Lachen. Genau, da war ich ja in Münster auch. Da dachte ich, auch hier. Sieht aus wie meine Bilder. Ja, gut. Weil, echte Emotion. Ja. Das ist geil. Wir haben Pause zwischendurch gemacht, haben uns ein bisschen unterhalten und das ist keine Spinnerei, das ist einfach nur mal eine Planung, was man vielleicht machen könnte. Ich weiß, viele von euch würden sowas auch gerne machen. Und wir beide haben jetzt gesagt, komm, lass uns doch mal so auf weite Sicht, vielleicht Frühjahr 2023 in Münster ein Seminar geben, vielleicht ein Wochenende, Freitag, Samstag. Schreib gerne mal in die Kommentare. Also die Idee ist, wenn du auch solche Fotos machen willst auf der Straße. Die Idee zu haben ist eine Sache, es umzusetzen ist eine andere. Und selbst wenn du es machen möchtest, kommst du an den Punkt, wo du in die Stadt gehst und dich nicht traust und wieder nach Hause fährst und sagst, Mensch, was mache ich jetzt? Dafür ist der Videokurs da, der hilft dir dabei weiter und hilft dir auch, wenn du nicht weißt, wie du auf Leute zugehen sollst. Mhm. Aber für die Leute, die selbst dann das nicht hinkriegen oder die noch uns auch dabei haben wollen, vor Ort, live, in der Stadt, in Münster. Für die ist das dann das Richtige, wo du zu uns kommst in Münster, wo wir zusammen gucken, was sage ich zu den Leuten, welche Bilder zeige ich denen vorher, damit die stehen bleiben und mitmachen. Genau. Und du bist dann mit uns in der Stadt und wir machen das zusammen. Ja. Du sagst wir mir... Wir unterstützen dich, oder? Genau. Du sagst mir, sprech mal das Pärchen an und ich fotografiere das. Und dann sage ich dir... Sprech mal die drei da an. Und wenn du sagst, ich traue mich nicht, dann mache ich das für dich und sage, ich habe hier einen Freund dabei, der macht tolle Bilder, aber er ist schüchtern. Habt ihr Lust auf ein kleines Shooting? Boom! Genau. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wer hätte Lust und Interesse daran? Was das Ganze kosten soll, wissen wir noch nicht, ob wir die Hotels für euch buchen oder nicht. Zwei Tage oder wir machen auch ein bisschen Bildbearbeitung vielleicht. Alles, das komplette Paket, wie gesagt, darüber quatschen wir noch in Ruhe. Und jetzt geht es erstmal darum, wer hätte denn Lust und Interesse von euch, bei sowas mit dabei zu sein? Ne? Schreibt es mal unten rein. Die Idee ist, dass du am Ende des Tages selber solche Fotos gemacht hast, wie Michael heute, der das vorher noch nie gemacht hat und einfach dachte, ich möchte das mal ausprobieren und ich gehe zu dem, der das schon oft gemacht hat. Ja. Und siehe da, er hat fast alle Leute, die er angesprochen hat, haben ja gesagt. Er hat gar kein negatives Erlebnis gehabt. Nein, null. Und das war schon viel zu einfach. Ja. Und ich habe im Grunde gar nichts gemacht. Wichtig ist noch... du hast die Kamera gehalten. Ja, gut, ich habe die Dokumentation. Ja. Aber ganz ehrlich, ab und zu war mein Kopf dann leer, als ich die ersten Fotos gemacht habe. Und da war ich froh, dass ich Janis dabei hatte, dass ich ihn einfach fragen konnte, hast du noch eine Idee? Wo kann man die Paare hinstellen und so weiter? Denn ich bin ja nach wie vor immer noch sehr aufgeregt gewesen und war froh, dass ich auf dich zugehe. Und dann hattest du gesagt, stell doch mal dahin, mach mal die Position oder die. Das schießt mir noch, weil ich auch kein Profi in dem Bereich bin, das fällt mir alles nicht ein. Das muss ja erst wachsen im Laufe der Zeit. Und wie gesagt, bei so einem Kurs... volle Anleitung dabei. Ja, das hat ganz viel Spaß gemacht mit Michael heute und ich glaube, dass jeder das kann, der das möchte, aber er braucht vielleicht einen Schubser oder eine Hand, die ihm hilft. Schreib ruhig in deine oder bei uns in die Kommentare hier, ob das was für dich ist, ob du auch sowas mal machen willst und ob du das vielleicht sogar schon mal versucht hast und wie deine Erfahrungen waren. Gut. Dann würde ich sagen, ein schöner Tag geht zu Ende. Gleich gehen wir noch zu dir. Ich möchte schöne Fotos von deiner Frau nochmal machen und deinen Kindern vielleicht. Ja, machen wir nochmal einen. Genau, und dann fahre ich wieder nach Hause, werde die Bildbearbeitung machen und werde mich lange an diesem schönen Tag mit dir und mit den Leuten hier in Bremen Ja, war toll. War ein ganz toller Tag. Ja? Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.